Die Ehe der Weppers war 40 Jahre lang eine emotionale Achterbahnfahrt. Der Liebesheirat von Angela 76 und Fritz 77 folgte das Glück über die Geburt ihres Wunschkindes. Der heute 37-jährigen Sophie 2011 dann die schwere Ehekrise, als Fritz Weppers Freundin Susanne Kellermann, 44, die gemeinsame Tochter Philippa, 7, zur Welt brachte. Trotzdem stand Angela immer zu ihrem Ehemann und zeigte vor 4 Jahren Größe, als sie sich mit der Rivalin aussöhnte. Der Familienfrieden, so sagen Freunde, sei für Angela das Wichtigste gewesen. Deshalb hätte sie nicht gewollt, dass jetzt ein unwürdiger Streit um ihre Beisetzung entbrannt ist. Die bewegenden Bilder der Trauerfeier seht ihr im Video oben. Susanne Kellermann hatte der Bild am Sonntag BAMS in einem Interview gesagt. Dass sie überlege, Angela Weppers Beerdigung in der Burgenstadt Schlitz, Hessen, beizuwohnen, eine Aussage. Die Angelas Ex-Ehemann Verfried von Hohenzollern, 75, vor Zorn erbeben ließ, wenn sie dort erscheint, kann sie sich auf was gefasst machen. Zu Bunte sagte der Prinz, Frau Kellermann würde auf der Beisetzung von der aristokratischen Trauergemeinde ausgebuht werden. Fritz Wepper äußerte wenige Tage später in BAMS sein Unverständnis für Verfrieds Wutanfall. Ich bin sehr verwundert und auch menschlich enttäuscht, was sich der Ex-Mann meiner verstorbenen Frau, Verfried von Hohenzollern, herausnimmt. Wie kann er sich anmaßen, eine trauernde Angehörige von der Beerdigung ausschließen zu wollen und ihr auch noch zu drohen? Mal abgesehen von der Taktlosigkeit, obliegt dies nicht seiner Kompetenz. Außerdem sind Susanne und Philippa für mich voll akzeptierte Familienmitglieder. Der Schauspielstar erklärte weiter, er glaube, es wäre in Angelas Sinn gewesen, wenn Susanne mit Tochter zur Beisetzung kommen würde. Sie habe sich aber nach den Verbalattacken von Verfried von Hohenzollern dagegen entschieden. Die Wepper-Frauen hatten nach ihrer Versöhnung regelmäßig Kontakt. Angela nahm Tochter Philippa wie ein eigenes Kind in der Familie auf. Zuletzt trafen sich die beiden nur einen Tag vor dem fatalen Sturz, an dessen Folgen Angela Wepper Anfang Januar verstarb. Ihre Enkelin Claire, das Kind ihrer Tochter Sophie, feierte 3 Tage nach Weihnachten ihren ersten Geburtstag und die ganze Familie gratulierte. Fritz Wepper in der BAMS. Die letzte Begegnung zwischen den beiden verlief so harmonisch, dass es mir bei der Erinnerung daran jetzt noch warm ums Herz wird. Es gibt mir Kraft, in diesen schweren Zeiten zu wissen, dass meine Frau in Frieden von uns gegangen ist. Der feste Glaube an das Gute hatte Angela Wepper ihre zahlreichen Lebenskrisen meistern lassen.
Ihre Familie war im Zweiten Weltkrieg in Berlin ausgebombt worden und nach Österreich geflohen. "1945 zogen sie mit Eltern und 4 Geschwistern auf das Gut ihrer Mutter nach Schlitz. Dort starb ihre Schwester Gisela im Alter von 12 Jahren bei einem Treppensturz. Im August 2018 musste Angela ihre Schwester Felicitas 69 zu Grabe tragen. Fritz war in dieser schweren Zeit immer für seine Ehefrau da, weil er wusste, dass die Familie für sie heilig war. Ein Credo, an das sich Angelas Angehörige sicher jetzt bei der Trauerfeier erinnern werden. Im Video unten erfährst du hilfreiche Tipps eines Psychologen, wie du Trauernden eine Stütze sein kannst.